Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Unboxing von der Firma Paint Samurai. Heute in dem Paket gibt es diese zwei Sachen, was ich mir ausgesucht habe. Ich packe mal das alles aus den Knistertüten raus und dann geht es gleich weiter. Das erste Produkt, was ich mir ausgesucht habe, ist diesen Schlüsselanhänger von Stitch. Ich fand, das sah mega niedlich aus, wie er seine Zunge rausstreckt und dann hat er noch eine Weihnachtsmütze auf. Und ja, ich fand den total süß. Der wird beidseitig beklebt. Ist eigentlich gar nicht mal so groß. Dann gibt es noch den Schlüsselanhänger an sich. Wir haben hier so eine Plastikschlaufe, den Schlüsselring und die Kette und dieses, hört ihr das? Dieses Klingelteil finde ich jetzt maßlos übertrieben in der Größe, weil wenn ich das neben den Anhänger an sich, ist er fast so groß wie der Anhänger. Und da ist schon Rocky, der sagt mal Hallo. Also, wo ich mir das ausgesucht habe, habe ich gedacht, dass dieses Teil hier ein bisschen kleiner ist, aber das kann man ja abmachen, das ist ja nicht so schlimm. Wir haben hier auch einen normalen Toolkit mit einem Stift, Bildchen und ein Plättchen Wachs und hier hat man noch so Metallringe, damit man den Anhänger an den Schlüsselring befestigen kann, wie man das auch gerne hätte. Was für Länge ist auch nicht so verkehrt und hier haben wir die Steinchen. Wir haben Strasssteinchen und wir haben nur 6 Farben. Also durfte relativ schnell zu bekleben sein. Wir haben hier die normalen, ja, Weiß-Silber, sag mal Silber einfach, Rot, so Rosa, so Türkis, Dunkelblau und ja, so ein Hellblau hier. Die Bezeichnung von den Sachen haben wir hier, ist mit A, X, ist gleich und so weiter und dementsprechend ist es ja auch auf den Schlüsselanhänger. Also der dürfte relativ schnell beklebt sein. Und ja, jetzt zeige ich euch das nächste. Ich habe das schnell ausgepackt. Wir haben hier ein Toolkit, Stift, Bildchen, Plättchen, Wachs und wir haben auch ein paar Zipptüten dabei. Finde ich ganz in Ordnung. Fangen wir mit die Steinchen an. Ich schiebe das jetzt mal zur Seite, das schauen wir uns gleich an. Und hier haben wir die Steinchen. Wir haben hier ganz schön viele Farben. Wir haben hier diese Tüten nicht wieder verschließbar. Das ist meistens immer so bei Schlüsselanhänger oder bei Karten oder so Sonder-Painting-Sachen sind die meistens in diese Tüten drin. Wäre schöner, wenn das wieder verschließbare wäre, aber das ist halt mal so. Und wir haben etliche Farben, also das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt alle sind, aber hier haben wir schon mal 28 auf diesem Strang. Und wir haben hier normale Steinchen in verschiedene Farben. Die werde ich jetzt nicht alle durchgehen, denke ich mal. Ihr seht es ja selber, was für Farben das sind. Die sind immer so abgefüllt, wie man die Steinchen brauchen von der Menge her. Aber sehr bunte Farben. Sehr schöne Farben, die sind natürlich Acrylsteine, bei solche Sachen gibt es die nicht in Harz. Aber die schauen schon mal alle sehr gleichmäßig rund aus, sehr farbenfroh, sehr, sehr schön. Ich versuche das zu machen, ohne viel zu knistern. Also hier haben wir die ganzen normale Steinchen, aber sehr viele Farben. Also auf diesem Strang waren 28 und hier geht es weiter. Hier haben wir, also quasi 34 Farben. Hier geht es dann weiter. Rosa, Grau, verschiedene Farben. Und hier geht es dann los mit den Sondersteinchen. Wir haben große rote, große blaue, so Tränentropfen in Silber und in Rosa. Und wir haben hier noch eine Packung mit so gelbe Sondersteinchen.
Cool. Also wir haben insgesamt, wie ich das jetzt gesehen habe, 32 A und B, also 34 Farben und 5 Sondersteinchen. Was mir auffällt, wir haben hier kein Strass, wir haben nur die ganz normale Steinchen. Finde ich sehr schön. Ich packe schnell mal die Steinchen weg und dann schauen wir uns den Rest an. Die Steinchen habe ich endlich geschafft, die wieder zu verstauen, wie sie war. Das war ein Kampf, aber ich bin froh, dass ich es wieder reingebracht habe. Wir haben hier so viereckige Umschläge, nichts Besonderes dabei. Sind viereckig, weiß, blank. Und hier ist eigentlich das, was ich mir ausgesucht habe. Es sind hier so schöne Karten. Machen wir hier schnell Platz. Die fand ich sehr schön. Wo ich mir die ausgesucht habe, habe ich gedacht, das sind so schmälere, aber das macht überhaupt nichts, weil so finde ich es eigentlich auch ganz toll. Die sind viereckig, innen drin sind die blank, deswegen haben die mir ganz besonders gefallen, weil dann kann ich die einfach für irgendwas verwenden. Und jetzt gehen wir mal die Motive durch. Wir haben hier eine wunderschöne Rose. Also ich sehe schon, weil die Steine in solche Tüten drin sind, werde ich die in meine Döschen umfüllen, weil dann kann ich die einfach peu à peu einfach mal ja, kleben und muss die nicht alle auf einmal machen und muss nicht mehr auf und zu schneiden. Aber eine sehr schöne Rose, wird bloß auf die eine Seite, weil das ist ja die Rückseite. Dann gibt es hier so einen schönen Vogelmotiv mit so schönen Blumen, also man muss bloß den Vogel hier machen. Also sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Jetzt drehe ich, glaube ich, habe den ganzen Schwung andersrum. Und hier so schöne Blüten. Das ist echt sehr hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und hier nochmal so ein Vogelmotiv. Ich finde es auch sehr schön, dass es einfach so kleine Teilbilder sind, sozusagen. Muss hier ein bisschen Platz machen. Kriegt man das alles so drauf? Ja, ich denke schon. Und hier ein wunderschöner Schmetterling. Und der hat hier auch so die Sondersteinchen. Dann hier nochmal so ein Blumenmotiv. Das schaut immer so aus, als wäre das nicht so viel zu painten, aber man braucht schon ein bisschen Zeit. Also das ist nicht in 5 Minuten einfach so fertig geklebt. Also wir haben schon mal 6 Karten. Wie viele sind das noch? Das sind nochmal 6, also 12 Karten insgesamt. Und hier haben wir wieder ein schönes Vogelmotiv mit den Rosen. Ja, aber ich finde die Motive mega hübsch. Und hier nochmal so Blüten mit dem Schmetterling, aber diesmal beklebt man den Schmetterling nicht, sondern die Blüten. Auch toll. Und hier haben wir wieder einen Schmetterling. Der wird wahrscheinlich sehr rosalastig sein. Hintergrund gefällt mir auch. So ein bisschen so, ich weiß nicht, so vintage-mäßig leicht angehaucht. Sehr schön. Und hier Blümchen, so Blumenbouquet. Und hier haben wir so ein Blumenkorb, würde ich sagen. Und hier haben wir nochmal ein Vogelmotiv. Boah, sind die Karten schön. Die sind echt schön. Und die sind alle mit so einer Folie versehen, die man natürlich abmachen muss zum Bekleben. Das ist eh klar. Und es ist wirklich nur da klebrig, wo die Steinchen hin müssen. Ich weiß nicht, wann ich diese Karten kleben werde. Die werde ich wahrscheinlich dann bekleben, wenn ich es brauche. Also wie gesagt, es sind 12 verschiedene Motive und auf der Rückseite ist alles blank. Das finde ich schon mal sehr gut, weil dann kann man das für jeden Anlass hernehmen und man ist nicht gezwungen, das nur für eine Hochzeit oder für Geburtstage oder sonstiges zu verwenden. Und ich finde die Motive richtig hübsch, also Vogel, Blumen und Schmetterlingmotive, einfach, ja,
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das waren die Sachen, was ich mir ausgesucht habe bei der Firma Paint Samway. Vielen Dank. Oh, machen wir es hier, dann sieht man es besser. Vielen Dank an die Firma Paint Samway. Die Links werde ich wie üblich in der Produktbeschreibung unten hinzufügen. Und ja, finde die Sachen sehr schön, aber nur dieses Ding hier finde ich echt maßlos übertrieben. Ich habe gedacht, das ist so ein kleines Bällchen oder Hinker, aber wie ihr selber seht, das ist ja fast so groß wie der Schlüsselanhänger an sich. Also das werde ich wahrscheinlich abmachen oder keine Ahnung, aber das kann ich vielleicht die Katzen schenken, dann haben die ein Spielzeug. Aber ja, ich hätte vielleicht gewünscht, dass dieses Ding hier einfach ein bisschen kleiner wäre. Würde einfach besser passen. Aber egal, manche mögen das, wenn das so groß ist. Ich finde es einfach ein bisschen zu übertrieben. Aber jedem das seine. Man kann es ja abmachen, man ist ja nicht gezwungen, das dran zu haben. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao. Thank you.